tax collector. So, der kauft schon eine Waffe beim Schmied. So, und um an mehr Geld zu kommen, könnten wir theoretisch hier in die, an die Stelle einen Trading Post bauen. Trading Post, die sind nämlich billiger als die Marktplätze. Und erhöhen unseren Einfluss ein bisschen in der Gegend. Weil zum einen kaufen unsere Helden dann dort ihre Rohstoff, ihre Tränke ein. Zum anderen kriegen wir Trading-Karren in gewissen Abständen. Und um das Ganze zu beschützen, bauen wir hier ein Guardhaus hin. Das ist dann so unser kleiner Außenposten. Eigentlich hätten wir auch noch den Inn dahin bauen sollen, so als kleine Außenstadt. Weil hier sieht alles eigentlich ganz friedlich und ruhig aus. Your Majesty, our new building is complete. Die Kriegergilde, die Schurkengilde, Diebesgilde, die spare ich mir jetzt erstmal. Your Majesty, our new building is complete. Oh, ein neues Stark Castle. Oh, sehr gut. Da ist sogar schon unser erster Steward Entrance direkt beim Trading Post aufgetaucht. Your Highness, we've improved the guardhouse. Unsere Stadtwache ist auf dem Weg dorthin. Majesty, your trading post now offers healing potions. So, und da wir jetzt einen Außenposten haben, der Healing Potions gerade verkauft, können wir einen Markttag ausrufen, dass unser Tax Collector was zu tun hat und uns Geld in die Kasse bringt. Weil unsere Schmiede ist gerade recht leer und unsere Häuser, die produzieren halt nicht viel. So, da sind Rusts bitter unterwegs. Ja, du müsstest allerdings genug Heiltränke haben, um mit den beiden klarzukommen. Außer sie overkillen ihn. Da ist ein Kreaturen-Cannon wieder und da ist eine Ruined Keep. Also zwei lukrative Ziele für uns im Augenblick. Ich werde aber... Wow, du hast gerade echte Probleme. Eigentlich ist es nicht gut, wenn du das Evil Castle angreifst. Your Highness, we've improved the guardhouse. Mach erstmal das Leer weg. Weil das Dark Castle ist immer ein bisschen... My prowess is unmatched. Problematisch, sag ich mal. So, noch ein Market Day. Und dann sollten wir auch den Marktplatz mal upgraden. Ja, sehr gut. Er lässt vom Dark Castle erstmal ab. A foul beast approaches. Call in the reinforcements. My prowess is unmatched. So, die City Guard, die zieht sich zurück, weil jetzt eine Veteranengard hier
arbeitet. Oh. Ich glaube, die City Guard kommt nicht mehr heil in unserem Palace an. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich die Meldung, dass unser Schloss unter Belagerung ist, wenn er das Schloss angreift. Wobei er es meistens eher auf den Steuereintreiber abgesehen hat. Genau. Sovereign, a building has been upgraded. A foul beast approaches. Na, die Ruined Keep haben sie bald down. My prowess is unmatched. Und werden dadurch auch ordentlich stärker. Ah, viel Geld. So, der hat sich jetzt das ganze Gold eingeheimst. Er muss es nur noch angeben. Wooden Banner. Castle Darkmoor. Sehr schön. Ja, von Zombies müssen wir uns jetzt keine Sorgen mehr machen. Um Zombies. Ah, Protection Wings. Also wir hauen jetzt noch die Upgrade-Sachen so raus. Und bringen dann das Castle auf Stufe 2 als nächstes. Sovereign, your marketplace now serves you better. Damit wir einen Tax Collector mehr haben. Majesty, the local blacksmith offers new services. Ja, der Tax Collector läuft übrigens so lange rum, bis er 250 Gold hat. Eigentlich sollten wir ihm sagen, er soll nichts unter 50 Gold einsammeln. Oh, neue Handelskarawane mit viel Gold. Ich hoffe eigentlich fast schon, dass er bald mal den Marktplatz besucht. Weil da ist jetzt verdammt viel Geld drin. So, noch die Forschung mit der Schmiede. Die Bären segnen jetzt auch gleich das Zeitliche. Jo. Und theoretisch können wir auch hier noch eine Attack Flag setzen. Majesty, the local blacksmith offers new services. Tax collector. Und eine schwächere auf den da. Weil der kann jetzt gerade wirklich zu Problemen führen. Vor allem, wenn unser Tax Collector irgendwann den Marktplatz leer räumt. My services may help. Ja, wenn die Steuereintreiber sterben, ist das nie sehr gut. Your Majesty, the Royal Treasury is nearly empty. Weiß ich. Deswegen hoffen wir mal, dass der Tax Collector jetzt gleich den Marktplatz leer macht. Und die Schmiede. Tax Collector. Damit wir viel Gold einnehmen. Und ich höre gerade irgendwen schnarchen. Ich
Ja, er streibt jetzt die Steuern vom Marktplatz ein und geht dann hoffentlich auf direktem Wege zurück zum Schloss. Macht er auch sehr gut. Ja, er hat 3500 Gold gerade bei sich. Damit können wir jetzt in aller Ruhe unseren Palast das erste Mal upgraden. Ja, und meine Peasants. Your Highness, the palace renovations are finished. Tax collector. Unser Palast höher gestuft. Jetzt, da dein Palast auf Level 2 ist, benötigt es die Anwesenheit von 12 Helden, um ihn auf Level 3 zu upgraden. Bau einige weitere Gilden und rekrutiere mehr Helden. Mhm. Aber das erste Wichtige, was wir machen, ist wirklich einen zweiten Marktplatz bauen. Wobei, wir könnten auch einfach einen... Ein Rattenmensch greift den Palast an. Tax Collector. Hier unten sind auch die Rattenmenschen gerade auf dem Kriegsfuß. Gut. Aber damit kommen wir klar. Wie gesagt, wir können jetzt einmal Tempel bauen. Und wir können noch einen Trading Post hier... Wir dürfen ihn nur nicht so nah an den Marktplatz setzen. Also setzen wir ihn... Weißt du was? Wir setzen ihn hier oben in die Nähe. In die Nähe vom Dark Castle, weil da das meiste noch los ist. Haben die Schweine wirklich, die Rattenmenschen es wirklich geschafft, hier unten meinen Trading Post zu killen? Da ist wieder ein Troll, den ich dann nicht gerne hätte. So, Trading Posts. Das heißt, ich sollte auch hier oben ein Guardhaus hinsetzen. Your Majesty, a new building is complete. So. A foul beast approaches. Majesty, your trading post now offers healing potions. Das ist sehr gut. Your Majesty, noch ein Marktplatz. A new building is complete. Und noch mehr Healing Potions. Und weil ich so gütig bin, damit wir mehr Ruhe haben, locken wir mal alle Helden da oben. So, gucken wir uns mal die Tempel an. Übrigens, wir haben hier unten Zauber, die den jeweiligen Tempel erfordern. Also, das hier ist die Magiergilde, diese Zauber hier, die meisten. Die anderen hier sind alles die Tempel hier. Uns stehen gerade 5 Tempel zur Verfügung. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, ein Tempel fehlt uns gerade, sehe ich. I take the path less traveled. Ja. Wahrscheinlich erst auf der nächsten Stufe. Was wichtig zu wissen ist, ist, dass sich Tempel gegenseitig ausschließen können. Also der Tempel von Agrela rekrutiert Heiler und
erlaubt die Heilzauber hier unten.